Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum AT-Alltag am Montag. Heute mal mit einem Replay. Wir sehen Meborg in der Lorraine 155-51 in einem Low-Tier-Gefecht gegen Neuner auf der Karte Geisterstadt als Verteidigungsgefecht. Warum heute mal ein Replay? Das hat also ja mit Alltag nicht ganz so was zu tun. Das habe ich auch mal gesagt, warum ich immer versuche es zu vermeiden. Replays von den Artis von euch zu zeigen. Nicht, weil ich euch damit irgendwie ärgern will, sondern weil es halt, weil der Titel halt Arti-Alltag ist und ihr mir natürlich sehr gute Runden schickt und das halt in aller Regel relativ wenig mit dem Alltag zu tun hat. Aber zur Erklärung, das Problem war gestern am Sonntag, also eigentlich heute, wenn ich es gerade aufnehme, dass ich den Presse-Account nicht nutzen konnte, weil ich mich nicht richtig einloggen konnte. Ich bin zwar in die Garage gekommen, aber sobald ich irgendwas machen wollte, Module einbauen, ins Gefecht klicken, hat mich das Spiel wieder rausgeworfen. Das war auch nur mit dem Presse-Account und nicht mit meinem eigenen Account. Keine Ahnung, was da los ist, deswegen greife ich hier mal auf das Replay zurück. Ich weiß, dass Meborg sehr, sehr oft und sehr viel Arti spielt. Also er ist schon ein sehr erfahrener Spieler, was diese Klasse angeht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was er uns hier zeigen wird. Und er hat sich erstmal so hingestellt, dass er hier den Centurion da unten ein bisschen ärgern kann. Aber er stunt ihn leider nur. Und ja, gut. War ein Versuch wert. Aber hier 705 und T10 in die Seite. Das ist doch mal ein schönes Ziel. Generell zu der Franzosen-Arti, sie ist sehr mobil, 60 km pro Stunde Topspeed, ein Leistungsgewicht, was wirklich sehr gut ist, von 24,79 PS pro Tonne, also man kann wunderbar mit ihr mal die Position auch ändern. Das erkauft man sich natürlich, oder der Nachteil dadurch ist halt die Kanone, die hat nicht wirklich Bums, dafür hat sie eine relativ gute Schussfrequenz und ist relativ genau, also ist halt wieder mal einer der mobileren Artis. Und ja, das ist auch das, was ich immer schon mal in den Arti-Alltag-Videos erwähnt habe. So, das 705. Ah, ich weiß, was du da machen wolltest. Du wolltest versuchen, das 705 nochmal zu ketten, beziehungsweise vielleicht mit ein bisschen Glück das Ding im Heck anzuzünden. Er hat mit dem ersten Schuss das 705 gekettet, hat dadurch ein bisschen Kettendamage bekommen. Stun-Schaden nicht, weil das, weil der Spieler auch gleich das Medkit gezogen hat. Aber ja, guckt mal, wo er hinzielt. Er zieht ja so zwischen den T10. Ja. Jetzt stehen sie natürlich auch schön da. Das ist auf jeden Fall ein schöner Schuss. Krass, der T10 war gekettet und repariert hier instant. Da war irgendwie kein Delay zu sehen. Aber sie ziehen jetzt beide nicht ihr Medkit oder haben es nicht mehr. Das 705 hat es nicht mehr. Und dadurch gab es hier nochmal wunderbaren Support-Damage auf das 705 und aber auch auf den T10. Und jetzt guckt er noch mal auf den Centurion hier, der sich da irgendwie da unten vergraben hat und der aber scheinbar vergessen... Oh, da ging der Schuss gegen das Haus. Ja, da guckt er extra noch mal nach. Schade. Schade, 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 schade. Aber gut. Stock Reload 30 Sekunden. Das heißt, mit Ansetzer und einer entsprechenden Crew werden das wohl so 27, 26 Sekunden sein. Also Ansetzer macht ja 10%, 100, Quatsch, Waffenbrüder, Kuala noch mal ein paar Prozente, also, ja, wird so 26, irgendwas sein. Und hier, der Schuss flog jetzt mal richtig gut, die beiden sind gestunt und er sammelt auch da wieder, ach, guck mal, der AMX wirft sich auf ihn drauf und er, oh Gott, was für eine Aktion, okay, der AMX geht selber dabei drauf, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr guter Support-Damage durch den Stun, den er da gemacht hat. Und man sieht wieder, wenn man sich mit der Artillerie richtig hinstellt, kann man also in diesem Angriffs- oder beziehungsweise in der Verteidigungsgefecht da auch in diesen Keller da reinwirken. Und so, kriegt er nicht einmal raus. Aber wieder auch hier gestunt und bekommt hier fast nochmal 1000 Stun-Damage obendrauf. Also er ist jetzt schon bei 5300 Support-Damage. Das ist auf jeden Fall eine richtig starke Ansage. Also wir sehen schon, klar, die Runde läuft natürlich ihm so ein bisschen entgegen. Das ist immer das, was ich meinte mit Arti-Alltag. Ah, da, was ist da im Weg? Da ist der Schusswinkel zu flach. Ah, der Berg ist im Weg. Da verlegt er sich mal kurz, um da auf diesen T95 wirken zu können. Aber wir sehen auch einfach, dass Meborg schon genau weiß, wo er hinwirken kann. Ja, und jetzt, oh, rein T95 ins Heck. Gut, jetzt dreht... Oh, er ist auch noch gekettet. Es ist ja... Jetzt nicht mehr, schade. Aber ins Heck wäre natürlich schön gewesen, weil da hätte er vielleicht mit Glück ihn ein bisschen angezündet. So, jetzt. Ja, stunt er ihn wieder. Auch er scheint kein Medkit mehr zu haben.
Und bekommt jetzt hier durch den Clip, den die Badger da reinpumpt, auch nochmal ein bisschen Support-Damage. Aber das Geile wäre natürlich gewesen, ihn ins Heck zu bekommen. Da hätte man vielleicht auch ein bisschen ihn anzünden können. Aber so sind es wieder 877 an Support-Damage. Also er hat auch ein bisschen das Glück in dieser Runde, dass die Spieler meistens entweder ihr Medkit nicht ziehen oder es schon gezogen haben und deswegen gestunt stehen bleiben und entsprechend dann seine Teammates ihm den Stun-Support-Schaden zuschreiben können. Also, ja, das gehört natürlich auch dazu, ein bisschen Glück. Jetzt steht 12 zu 4, der Gegner hat nicht wirklich eine Chance hier gehabt, den Cap-Punkt einzunehmen. Das erste Mal zeigt er jetzt an, wo er hinzielt. Er denkt also, dass die Su irgendwo da oben in diesem Bereich steht. Aber, ach nee, ja, da geht sie raus. Die Su war unten. Ich denke mal, er hat es wegen der Arti getan. Jetzt hat er, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. Er war nicht konsequent. Er wollte halt auch noch auf die Su umaimen. Dadurch hat er jetzt keinen Schuss mehr auf die Arti, weil er erst wieder einziehen muss. Ansonsten hätte er hier, glaube ich, auch nochmal Schaden auf die Arti machen können. Aber sei es drum, selber macht er gar nicht so viel Schaden. Aber ich glaube, er hat in dieser Runde richtig, richtig viel Stun- bzw. Kettenziehschaden bekommen. Hier sehen wir noch die Auswertung von der Runde von Meborg in der Lorraine 155 MLE 51, also der Tier 8 Franzosen-Arti. Es war ein Panzerass, er bekommt den Schläger und den Unterstützer. Warum er den Titel jetzt Fang die Arti genannt hat, Folge, machen wir mal, X ist glaube ich 10, also Folge 21 oder ist X 50 oder 100? Ne, ich glaube X ist 10. Sei es drum, also verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht, Meborg, kannst du uns in den Kommentaren mal aufklären, weil fangen wollte dich da gerade niemand. Selbst im Keller seid ihr nicht sicher, dass, ja, das haben wir gesehen. Das waren auf jeden Fall ein bzw. zwei schöne Schüsse da unten rein. Wie gesagt, selber nur 1094 Damage gemacht. Das ist jetzt nicht allzu viel, muss man sagen. Da waren aber auch ein paar harte Sachen dabei und auch ein bisschen Pech. Zum Beispiel der Schuss in die Seite des Objekts 705, der war zwar gut durch den Kettenschaden, aber er hat dort selber gar nicht so viel Damage gemacht. Muss man jetzt nicht verstehen, aber wenn da jetzt vielleicht 200 Schaden mehr rumgekommen wäre, dann sind das schon mal 100 Punkte mehr. Genauso auf den T95. Sei es drum, er hat insgesamt 5245 Support Damage gemacht, plus nochmal 778 Assistance Damage, also das ist Stun-Schaden, also 5000 Stun-Schaden und 778 dann durch Assist, was dann also Kettenziehschaden ist. Also, was das angeht, ja, eine richtig gute Runde. 1181 Basiserfahrungspunkte, steht ja mit der Artima ganz oben. Hat man jetzt auch relativ selten, muss man sagen, aber in der 8er Arti die Werte hier hat man halt auch nicht immer und von daher auch absolut gerechtfertigt. 35.000 Credits ohne Premium-Account bekommt er hier raus. Solide. Warum jetzt hier mit Premium-Account genau das gleiche rausgekommen wäre, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Muss definitiv ein Anzeigefehler sein. Wobei, Moment. Nee, das stimmt nicht. Irgendwas stimmt da nicht, weil, nee, nicht Moment. Es müsste mehr sein oder halt das hier weniger. Keine Ahnung, ob da Tanks GG, ach was, Tanks GG, What Replays, Entschuldigung, ab im Moment da irgendwie Probleme hat. Ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen bei anderen Replays, aber okay, hier stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Bei den XP haben wir genau das gleiche Problem, ist auch egal, es bleibt halt dadurch, dass es kein Premium-Account ist, bei 1181 Erfahrungspunkte. Schöne Runde, vielen Dank fürs Einsenden, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt eure Meinung zum Gefecht gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.